Regionalligist Sportfreunde Lotte befindet sich aktuell in ganz ungewohnten Gefühlswelten. Denn sowohl im Pokal bei Stadtlohn als auch im letzten Ligaspiel hier bei Rot-Weiß Essen ging das Team als Verlierer vom Platz. Die ersten beiden Pflichtspielniederlagen der Saison 2013-2014 und beide direkt hintereinander. Ist das Zufall, Herr Yildirim? Das waren zwei völlig unterschiedliche Spiele. Wir sind maximal enttäuscht auch, weil wir nicht gewinnen konnten, sowohl in Essen als auch im Pokal, wo wir uns blamiert haben, das muss man schon so sagen. Aber jetzt gilt es für Freitag, die richtigen Lehren zu ziehen und einfach die Antwort zu geben, zu gewinnen. Personelle Änderungen im Team oder an der Spielweise, beides möchte der Coach nicht vornehmen. Die Philosophie bei den Sportfreunden ist auf viel Ballbesitz und schnelles Kombinationsspiel angelegt. Torchancen erarbeitet sich die Mannschaft dabei meist zuhauf. Hier gilt nun das Prinzip der hohen Zahl. Bei vielen Chancen wird schon irgendwann einer reinrutschen. Darauf vertraut auch der Trainer. Ich würde mir Gedanken machen, wenn wir diese Torchancen nicht hätten. Ich weiß, dass jeder Spieler gewillt ist, Verantwortung zu übernehmen und das Tor einfach zu machen. Nur ist es nicht immer so leicht im Fußball. Und von der ersten Kreisklasse bis zur Champions League werden Torchancen vergeben. Und das ist völlig normal. Man muss das alles ein bisschen relativieren. Kein Spieler schießt absichtlich daneben. Am Freitag nun empfängt Lotte die Reserve von Borussia Mönchengladbach. Lotte steht auf 2, die Fohlen auf Rang 7. Beide Mannschaften zeichnen zudem spielerische Elemente, also attraktiver Fußball aus. Doch bei allem Respekt und Lob für den Gegner zählt für Trainer Yildirim am Ende nur eines. 3 Punkte für Lotte. Ich finde, dass mein Trainerkollege da richtig gute Arbeit leistet und die Mannschaft haben wir beobachten lassen und selber auch beobachtet. Und die spielen schon einen guten Fußball und wollen offensiv sehr schnell umschalten. Das ist schon gut, was die Gladbacher machen, aber für uns gilt es, auf uns zu gucken. Punkt. Das haben wir bis jetzt immer gemacht. Das ist nicht despektierlich dem Gegner gegenüber gemeint, sondern der Glaube an unsere Stärke. Und wir werden unser Spiel genauso durchziehen wie bisher in den letzten Monaten auch und wollen unbedingt gewinnen und die richtige Antwort geben. Darauf kommt es jetzt an.